Hallo, schönen guten Tag. Ich störe ungern. Sie halten hier ein Seil. Wer heiratet denn heute? Heute heiratet gar keiner. Dann bin ich hier falsch. Tut mir leid. Frau Olivia Jones, was machen Sie denn Olivia heute? Olivia Jones aus Magdeburg, natürlich. Ah. Nein, mein Name ist Ottilia S. Und na, fast. Fast. Wir vertreten heute den CSD Magdeburg hier in Magdeburg. Die laufen nicht alle so rum, oder? Wir vom CSD? Nee, guck mal, die sind alle nicht so motiviert wie ich. Ah, was passiert? Sind hier eine Farbbombe gerannt und dann kamen Federn runter? Wir können jetzt von ausgehen, die AfD wird bestimmt in den nächsten Jahren auch teilnehmen. Vielleicht drängen sie sich weiter vor und in den 10 Jahren heißt es, was weiß ich, die Male der Diktatur. Würden sie immer noch kommen? Ja, dann, also, so weit werden wir es nicht kommen lassen. Los, Leute! We will rock you. We will rock you. Ach, Sie sind ja hier heute von der AfD. Was wollen Sie denn hier heute bezwecken? Ich gar nichts. Toleranz. Und die sind dermaßen tolerant, dass sie so intolerant sind und uns ausschließen wollen? Was ist das? Die stehen hier am Ende. Auch die Flüchtlinge herkommen egoistisch. Sonst würden die nicht über 3 Länder fliehen, hier wo es Geld gibt. Und die wieder rausjagen? Selbstverständlich. Ach so, sie machen sich so einen Aufwand und dann jagen sie die wieder raus? Sie halten hier einen Schal, ein Seil. Kann sich die Stadt jetzt keine Geländer mehr leisten? Es geht ja darum, dass man hier die Meile der Demokratie sozusagen kennzeichnet. Das heißt, die Straßenbahnlinien, die gehören so gesagt nicht dazu. Also wer jetzt in der Straßenbahn sitzt, ist raus. Nein. Ja, die machen alle Spaß, na klar. Ja, die CDU hatte so eine Springfrösche, ja, das fand ich lustig. Haben Sie hier auch irgendwas? Na klar, wir haben nur lustige Sachen. Wir haben nur die Bombardierung Magdeburgs hier. Das fand ich nicht so lustig. Nee, ich finde das auch nicht lustig. Eben haben Sie gesagt, Sie finden das lustig. Dann nehmen Sie mal Ihre Kamera und Ihr Richtmikrofon, halten dahin, dann sehen Sie gerade, wie denen gedacht wird, mit Rockmusik und bunten Tanz. Das ist Pop. Ja, es ist egal, ob es Rock oder Pop ist. Das ist ja ein Verständnis, wie man Musik findet. Besser als Schlager, darauf können wir uns einigen. Ja, das können wir uns gerne darauf einigen, aber auch Schlager wäre falsch. Das auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, oh Gott. So, daher die Kindergartenkinder eben nicht wollten, mach ich's jetzt halt. We will rock you. Ich habe jetzt hier ein kleinen Ball. Mhm. Letztes Jahr gab es ja hier das Motto, wirf ab, was dir nicht passt. Ich gebe Ihnen den Ball, Sie können jetzt hier mal im hohen rechten Bogen auf die CDU werfen. Nee, weil mit der CDU habe ich ja überhaupt gar kein Problem. Warum soll ich auf die werfen? Tag, Sie wären mir heute mit dem Slogan Endstation rechts. Ich muss Ihnen da rechts geben. Recht geben. Wenn ich nämlich hier nach rechts gehe, endet es mit der AfD. Das ist ich super. Weiß. Ja, ich bin gerade dahergekommen. Aber Sie sind jetzt keine von denen und haben das geweckt. Nein, ich bin da gerade hergekommen, weil keine Bahn fuhr. Da musste ich zu Fuß dran vorbei. Das tut mir leid. Nein, das ist nicht schlimm. Sie sind heute auch sehr aggressiv. Also es ging noch nicht. Da kenne ich Rottweiler, die sind artiger. Ja. Sie werben ja mit dem Slogan Pudding für Toleranz. Jetzt habe ich mal eine Frage. Warum steht Ketchup auf Ihrem Schild? Dieses Schild begleitet uns schon etwa 3 Jahre. Auf unserer allerersten Veranstaltung. Dann hätten Sie das heute umändern müssen, dann hätten Sie schreiben können, Würstchen, Ketchup und Senf für Toleranz. Nein. Auf jeden Fall, das ist Schwachsinn, dass sich politische Gegner bekriegen, weil ich finde, Politik und Demokratie müsste alles nicht sein. Das heißt, keine Politik mehr? Ja, müsste es nicht geben. Hat früher auch funktioniert, ohne Politik. Ja, in der Steinzeit, ja, wo sie sich mit Steinen die Köpfe eingeschlagen haben. Ich mein, hat gut geklappt. Ich meine, nein. Ich habe einen kleinen Ball hier. Guck mal. Jetzt könntest du den ja mal, wenn du möchtest, schön auf die AfD werfen. Wo ist denn der Stand? Werfen. Jawoll! So, wie kann man sich denn hier heute angebracht schminken? Ja, man kann sich da unsere Vorlagen angucken. Gerade wird zum Beispiel Spider-Man geschminkt. Naja, hat ein bisschen was für eine Katze, die gegen eine Wand gelaufen ist, aber wie könnte man mich denn schminken? Möchten Sie vielleicht auch einen Sticker haben mit Glitzer? Oh, ein kackendes Einhorn gibt's nicht, wie ich gerade sehe. Nein. Ist das ein pinkelnder Delfin oder? Könnte ein pinkelnder Delfin sein? Dann nehme ich den pinkelnden Delfin. Ja, man muss es ja auch abziehen, dann hast du deinen pinkelnden Delfin. Oh, ein pinkelnder Delfin und das sogar in Rot. Emotionale Erlebnisse auf der Meile der Demokratie. Und hinterher kommt dieser Moment, wenn du checkst, das ist keine abwaschbare Farbe. Aber, liebe Malteser, wo haben Sie denn Ihre Hunde? Ich suche dich hier schon die ganze Zeit. Die Rettungshundestaffel gibt es hier in Magdeburg nur beim ASB. Ja, wir sind doch die Malteser. Malteser sind Hunde. Ach so, die Hunde. Nee, Hunde. Wir sind der Malteser Hilfsdienst. Also keine Schokobon. Nee, haben wir keine mit. Aber wir haben sehr leckere Kartoffelpuffer, Tee, Kaffee, Glühwein. Mit der Schokobon. Mann, ist traurig. Dann müssen Sie in den nächsten Discounter gehen und da sich welche holen. Das kostet. Gut, vielen Dank.